Moin Leute, Marvin hier. Lange ist es her, dass das letzte Video kam. Und ich will nicht lange rumreden, warum, sondern ihr habt euch alle schon lange auf den nächsten Gamecheck gefreut. So machen wir weiter mit einem Spiel, das einen sehr spektakulären Namen trägt. Es heißt nämlich 2014. Wow, der Name sagt alles. Wir haben hier auch ein sehr schönes Hauptmenü, leider ohne Musik, dafür allerdings mit einer interessanten Animation hier von dem Ding da. Ist mein Mauscursor aktiviert? Ja, den müsste man sehen. Wir haben hier Let's Go Flying, Quit Game und Hide Help, Show Help. Ich will Hilfe sehen, was ist das da? Keine Ahnung. Wir wollen natürlich erstmal Quit Game. Let's Go Flying. So, Score 4000 steht da unten. Okay, mit WASD kann ich steuern. Wie gehe ich hoch und wie gehe ich runter? Kann man hier überhaupt hoch und runter gehen? Ja, mit Space geht's hoch. Mit W geht's vorwärts. Okay, und was kann ich hier so machen? Kann ich mich hier umsehen? Ja, ich kann mich sogar umsehen. Und mit dem Mausrad kann ich Tele reinmachen. Das ist auch ganz gut. Ja, steigen wir immer nochmal auf. Mal gucken, was wir hier machen können. Well done, you finished in time. Resetting. Hä? Was muss man da machen? Ich bin einfach nur hier hingeflogen. Okay. Let's go flying. Flieg einfach mal dahin. Was? Ich drück. Ich habe jetzt gar nichts gedrückt. Halt, help. Vielleicht hilft das ja. Flieg mal dahin. Was gibt's denn da Schönes? Nix außer eine Wand. Ich hänge hier in irgendwas Unsichtbarem fest. Ja komm, flieg doch. Dann flieg doch. Ah, das Spiel ist nicht wirklich... Ach, doch, ich wollte gerade sagen, das Spiel ist doch nicht wirklich so gut. Nichts funktioniert, weil die Steuerung ist... behindert. Ja. Ich drücke W. Ich möchte da rausfliegen. Warum dreht das sich jetzt, wenn ich S drücke? Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott. Ich möchte noch nur hier wegkommen. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Na, so sieht das doch ganz gut aus. Das weiß man überhaupt nicht mehr, wo man ist. Okay, auch nicht schlecht. Well done, you finished in time. Nur bis dahin. Okay. Vielleicht ist es ja ein missratenes Unendlich-Zeichen. Nee, ist es nicht. Ich weiß nicht, was ich zu diesem Spiel jetzt sagen soll. Ich habe da auch mal den Entwickler von diesem Spiel beschrieben. Denn, nimmt jetzt noch weiter auf. Ich will es doch hoffen. Ich habe geschrieben... Wow, this is the most intense game ever. It would be really helpful to include a little introduction. I really don't know what to do. Der Entwickler Kim Osawi hat darauf geantwortet, lol, cool, you have to fly through the tunnels. You mean which key controls you use? Nun ja, die Steuerung habe ich nun auch wieder rausgefunden. Und jetzt ist das Spiel schon wieder da. Anscheinend abgeschmiert oder so, ich weiß auch nicht. Naja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich produziere jetzt noch ein paar weitere Gamechecks für die nächsten Tage und Wochen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, das vielleicht sogar schon morgen rauskommt. Bis dahin. Ciao.